Der 9. Oktober war ein besonderer Tag für die Naturgrundschule Heiligenthal. Sollte der Bildungseinrichtung doch das Zertifikat Gesunde Schule verliehen werden. Kurz vor der Verleihung stellte Schulleiterin Annika Rockmann kurz ihr Haus vor. Wir sind eine Naturgrundschule, das heißt, wir arbeiten handlungs- und projektorientiert mit der Natur in der Natur. Das Buch wird oft in der Schule gelassen und wir sind sehr viel draußen und versuchen mit allen Sinnen unseren Kindern Unterrichtseinheiten zu vermitteln. An unserer Schule sind momentan 73 Kinder, die hier an der Schule lernen. Na wunderbar. Das Zertifikat stellt die Landesvereinigung für Gesundheit aus. Vor Ort Anja Danneberg. Heute wird die Schule hier, die Naturgrundschule Heiligenthal, zertifiziert. Das heißt, ich übergebe ihr die Auszeichnung Gesunde Schule. Und weil sie sich eben in besonderem Maße für die Förderung von Gesundheit, für die Kinder, aber auch für die Lehrkräfte einsetzt. Und im Rahmen einer Selbstbewertung haben sie quasi verschiedene Kriterien, mussten sie sich bewerten. Und demnach haben wir in der Fremdbewertung festgestellt, dass quasi diese Kriterien zu einem Großteil erfüllt werden und aufgrund dessen erhalten Sie heute eben das Zertifikat Gesunde Schule. Die Landesvereinigung für Gesundheit ist ein eingetragener Verein, der sich eben speziell mit Gesundheitsförderung in verschiedenen Settings beschäftigt. Das heißt, wir arbeiten in Kitas, in Schulen, in Betrieben, Kliniken und so weiter und so fort. Wir arbeiten mit Senioren zusammen und im Großen und Ganzen steht eben die Gesundheitsförderung auf allen Ebenen. Ja, wir werden hier heute die Plakette überreichen, die dann quasi sich die Schule auch anhängen kann an das Schulgebäude. Und wir werden mit den Kindern ein großes, schönes Frühstück genießen können. Und dann wird die Plakette im feierlichen Rahmen übergeben. Und nachdem alle Kinder ihre Plätze eingenommen hatten, war es soweit. Frau Danneberg übergab das Zertifikat und die Plakette Gesunde Schule an Frau Rockmann. Zuvor fasste sie noch einmal zusammen, was die Landesvereinigung für Gesundheit bewogen hat, die kleine Schule in Heiligenthal auszuzeichnen. Alle ihre Verdienste für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrkräfte, rechtfertigen das Zertifikat, das zunächst für 3 Jahre gilt und dann verteidigt werden muss. Frau Rockmann bedankte sich im Namen der Schüler. Und dann konnte es mit dem gesunden Frühstück losgehen. Lasst es euch schmecken. Danke!